Ihr kennt mich ja, ich mache das immer vernünftig, deswegen geht das Video jetzt auch schon wieder 10 Minuten, ja. Aber ist egal, so, weißt du, wenn ihr steuert sogar, dann verpiss dich halt, das juckt mich nicht. So, also, ich mache das hier vernünftig, hört genau zu, dann ist doch gar kein Problem. Es gibt, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Moin Leute, was geht? Willkommen zum neuen Unbound-Video. Ich habe euch schon versprochen, ich werde noch einen Glitch zeigen für den Multiplayer. Im Prinzip habe ich euch sogar schon einen gezeigt, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Und heute zeige ich auf jeden Fall den geisteskranken Glitch für den Multiplayer. Der ist wirklich echt heftig. Der ist fast genauso krass wie der letzte Need for Speed Heat Glitch, den ich euch gezeigt habe. Und der war ja auch... Ich hatte euch bisher einen Glitch gezeigt. Einmal ein Anfänger-Geld-Glitch. Der bringt auch nicht so viel Geld, wobei ich damit auch geschafft habe. Das kann ich sogar nochmal hier zeigen. Da, seht ihr zum Beispiel, bei Donnerstag habe ich mit dem Geld-Glitch hier am Donnerstag fast 600.000 nur in der Nacht gemacht, ne? So, und beim zweiten Geldglitch, den ich euch gezeigt habe, der hieß ja, glaube ich, irgendwie bester Geldglitch oder so, der ist auch eigentlich ziemlich nice, weil du kannst hier im Story-Modus glitchen und du glitchst gleichzeitig, wenn du willst, sogar den Multiplayer mit. Warum, hatte ich da schon, glaube ich, grob erklärt, ich will das aber nochmal kurz sagen, weil so könnt ihr zum Beispiel auch beides glitchen, wenn ihr das machen wollt. Das geht aber nur, wenn ihr die Story noch nicht beendet habt, ne? Das geht nur, wenn ihr hier den Grand noch nicht gemacht habt. Beziehungsweise, jetzt geht es eigentlich auch schon nicht mehr. Also das müsstet ihr entweder in Woche 1, 2 oder 3 machen. Und zwar immer bei den Qualifikationen hier unten. Unten rechts, ne? Also am Samstag ist immer die Quali. Da könnt ihr den Glitch machen. Wenn ihr das sehen wollt, wie es geht, ich werde das nochmal ganz oben rechts bei dem i verlinken und in der Videobeschreibung. Das ist ein ziemlich nicer, krasser Glitch auch. Ja, das Coole ist nämlich zum Beispiel jetzt hier bei der Qualifikation, da haben wir hier den GTR bekommen plus 200.000. Uns werden zwar 100.000 Startkapital abgezogen oder Startgeld abgezogen, aber die kriegst du in dem Glitch wieder zurück. Das heißt, es ist irrelevant. Das heißt, du kriegst 200.000 plus den Wagen, der ist übrigens 60.000 wert, also hast du 260.000. So, das Cash kriegst du ja so oder so, 200.000 im Story-Modus. Und den Wagen, und das habe ich ja da auch im Glitch schon gesagt, den Wagen, da kannst du jetzt selber entscheiden, ey, will ich den Wagen jetzt hier verkaufen? Oder was, oder im Multiplayer, ne? Da oben auf Verkaufen. Und dann seht ihr schon, hier habe ich das ein paar Mal, viermal gemacht. Dann habe ich den Wagen hast du dann immer wieder doppelt. Je öfter du den Glitch machst, umso öfter hast du dann auch den Wagen hier. Und das habe ich jetzt hier auch ein paar Mal gemacht. Und auch mit dem GTR haben wir jetzt auch hier ein paar, da habe ich sogar richtig viel gemacht eigentlich schon, aber da habe ich keinen Bock mehr gehabt dann. Und ich werde auch nicht mehr weiter glitchen, jetzt ist sowieso zu spät. Und jetzt kannst du dich entscheiden, ey, verkaufe ich den jetzt hier, dann gehst du jetzt hier auf Verkaufen und dann kriegst du die 60.000 hier im Story-Modus. Oder, und was ich ja da schon gesagt habe, ist, gehst du ja hier wieder raus, verlassen, so, und dann gehst du hier in Lakeshore Online rein. So, ihr seht, man sieht das oben rechts, dass wir online sind, ne, gar keine Frage. Gehst du wieder hier auf Kaufen, Verkaufen, oben auf Verkaufen klicken. So, und wenn du jetzt hier durchscrollst, siehst du, du hast den Wagen auch hier. Wenn du den jetzt verkaufst, hast du das Geld im Multiplayer. Das heißt, mit dem Glitch machst du eigentlich beides und du bist absolut safe, also schon mal direkt vorweg, ne? Ist ja immer so eine Standardfrage hier, ne? Kann man dafür gebannt werden? Bruder, das eine, was ich gerade erzählt habe, das ist ja Story-Modus. Das juckt keine Sau, was du offline und Story machst. Das interessiert ja niemanden, ne? Was ich euch gleich und heute zeige, ist ein Multiplayer-Glitch. Der ist natürlich online. Da kann man immer gebannt werden. Aber ich sag ganz ehrlich, Digga, es ist Need for Speed. Du bist ja nicht in Forza oder in Seku oder wo auch immer. Wobei man in Seku ja gar nicht glitchen konnte. Oder in GTA oder so, ne? Digga, egal was andere Leute sagen, es juckt die bei EA nicht. Das wird niemand gebannt werden. Das Einzige, was passieren kann, dass man sowas kriegt wie bei Heat, so ein Fehlercode und dann kommst du manchmal schlecht in den Online-Modus wieder rein. Aber das hat nichts damit zu tun, dass du gebannt bist, Digga. Und du wirst auch nicht gebannt werden. Ich kann da keine Garantie drauf geben, aber das hat nie jemanden gejuckt bei EA oder bei wem auch immer. Und es wird auch niemals jemanden jucken. Warum wird es auch niemanden jucken? Du kannst ja hier gar nicht mit echt Geld reinpayen in den Online-Modus. Bei GTA zum Beispiel ist ja das Problem, da gibt es ja diese Shark-Cards und da kannst du ja mit Echtgeld dir Geld für online kaufen. Sowas gibt es ja hier nicht. Deswegen, warum sollte die das interessieren, ob du das machst? Das juckt die ja nicht. Bei GTA ist das klar, dass sie das interessiert, weil die wollen ja ihre blöden Shark-Cards für 70 Euro verkaufen. Deswegen gucken die auch, dass sie die Leute bannen und den Glitch rauspatchen. Aber hier, es juckt keine Sau. So, auf jeden Fall zeige ich euch, wie der Glitch funktioniert im Multiplayer. Das heißt, wir schließen erstmal das Spiel. So. Und es gibt zwei Methoden, wie ihr das jetzt machen könnt. Es ist auch ganz, ganz wichtig, dass ihr jetzt wirklich ganz genau zuhört, weil es ist wirklich ein, für den, wenn man jetzt das noch nie gemacht hat, ein ziemlich komplizierter Glitch, weil wir nutzen hier, das haben wir aber auch noch nie gezeigt, glaube ich, wir nutzen hier einen Lag-Switch-Glitch. So müsste man das eigentlich korrekterweise nennen.
Weil wir nutzen hier aus, dass wir ganz kurz kein Internet haben und dann doch wieder Internet haben. Und so trickst du quasi den Online-Modus ein bisschen aus. Kann ja sein, dass ein oder andere schon mal gehört hat von dem Glitch hier. Wir werden jetzt gleich ein Auto verkaufen und die Internetverbindung trennen. Falls ihr das schon kennt, ich würde trotzdem dranbleiben, weil ich werde das, glaube ich, hier ziemlich am besten erklären. Weil die meisten Erklärungen, die ich so gehört habe, sind irgendwie total dulli irgendwie. Ihr kennt mich ja, ich mache das immer vernünftig, deswegen geht das Video jetzt auch schon wieder 10 Minuten. Ja, aber ist egal so, weißt du, wenn ihr steuert sogar, dann verpiss dich halt, das juckt mich nicht. So, also ich mache das hier vernünftig, hört genau zu, dann ist doch gar kein Problem. Es gibt, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Die eine, ultra chillig, kriegt wirklich jeder hin. Kriegt jeder hin, hat aber einen kleinen Haken, kommen wir gleich zu. Zweite Möglichkeit, ist ein bisschen komplizierter, brauchst eventuell ein bisschen mehr Skill. Das kann aber wirklich jeder machen und das hat gar keinen Nachteil. Außer vielleicht, dass du den Glitch nicht hinkriegst. Also, wie fangen wir an? Erstens, das Spiel haben wir natürlich schon geschlossen, nochmal sicher gehen. Ja, ist geschlossen, okay. Übrigens, es ist scheißegal, ob du das auf der Xbox machst oder auf der PlayStation. Bitte frag mich nicht wieder nicht in den Kommentaren, geht's auf PS5? Ja, es geht auf PS5. Ja, das geht auch am PC. Ja, das geht auf der Xbox, da seht ihr es ja auch jetzt, ne? Es ist scheißegal, wo ihr das macht. Spielt keine Rolle, ne? Also, ihr geht auf die Einstellungen und dann auf hier oben allgemein Netzwerkeinstellungen. Ist bei PS5 genauso. Du gehst auf Einstellungen, Netzwerk und dann bist du auch in so einem Menü. Jetzt müsst ihr gucken, wie habt ihr eure Xbox oder PS5 mit dem Internet verbunden? Ich habe zum Beispiel ein LAN-Kabel dran. Das heißt, für die Methode, die ich euch jetzt zeige, müsst ihr erstmal euer LAN-Kabel trennen. Und das mache ich mal eben an der Konsole hier. So, jetzt haben wir kein LAN-Kabel mehr drinne. Wenn wir jetzt Verbindungstest machen, dann wird auch rauskommen, dass wir kein Internet haben. So, haben wir nicht. Perfekt. So, weil wir machen uns jetzt unser eigenes Internet mit dem Handy. Und das meine ich auch gerade, es wird auf euer Datenvolumen gehen, das ist klar. Aber Bruder, mach dir keine Sorgen. Also, haben wir mit einem Kollegen GTA Online gezockt, irgendwo im Garten oder so. Und das einzige Internet, was wir hatten, war ein Hotspot vom Handy. Das hat in 8 Stunden vielleicht 1 Gigabyte gebraucht, wenn es überhaupt 1 Gigabyte war. Also, da braucht ihr euch eigentlich keine Sorgen machen. Aber wie gesagt, ich zeige gleich nochmal eine Methode, wo nicht euer Datenvolumen aufgefressen wird. Obwohl, wie gesagt, das ist halt völlig irrelevant eigentlich, ne? Weil wir ja auch gar nichts online machen, sondern nur, ins Spiel reingehen und wieder raus. Also ich kann das jetzt auch wieder hier nur am iPhone zeigen, aber das ist wirklich, es müsste bei jedem Handy funktionieren, müsst ihr mal gucken, was bei euch ist, ne? Wenn ihr aber auch am iPhone seid oder egal wo ihr seid, den ersten Tipp, den ich euch geben kann, ist erstmal hier auf Anzeige und Helligkeit zu gehen. Und wenn ihr da drin seid, dann geht ihr hier runter auf automatische Sperre. Steht bei mir auf 1 Minute. Das macht ihr am besten auf nie, damit nicht in einem schlechten Moment euer Handy sich einfach lockt oder so, ne? So, dann gehen wir jetzt wieder zurück. So, und als nächstes sehen wir schon, hier oben haben wir Flugzeugmodus, WLAN, Bluetooth, Mobilfunk und persönlicher Hotspot. Und wir brauchen den persönlichen Hotspot, weil das Handy nimmt jetzt gleich unser Datenvolumen-Internet, je nachdem, was ihr da habt. Und da können wir dann, ist es quasi dann unser WLAN-Router hier und damit wird es gleich die Xbox verbinden. Das heißt, wir gehen auf persönlicher Hotspot. Jetzt könnt ihr hier oben irgendein Passwort eingeben. Ihr könnt jetzt einfach 1 bis 6 machen oder so. 1, 2, 3, 5, 6. Schreibt doch mal kurz irgendwas rein hier. So, Zocker abonnieren. So, ne? Denkt dran, Junge. Das ist jetzt unser Passwort. Ihr könnt unten auf maximale Kompatibilität gehen. Dann würdet ihr ein bisschen weniger Internet verbrauchen. Aber das macht auch keinen Sinn. Das macht jetzt nur Sinn, wenn eure Konsole, zum Beispiel euer Handy, gleich nicht findet. Dann könnt ihr das mal aktivieren. So, jetzt gehen wir einfach da oben auf Zugriff für andere erlauben. Dann haben wir die Übersicht hier und jetzt müsst ihr auf WLAN und Bluetooth aktivieren klicken. So, zack. Jetzt haben wir es eingeschaltet und jetzt können wir wieder auf die Xbox gehen und dann gehen oder auf die PlayStation und dann gehen wir hier oben bei Xbox auf Funknetzwerk. Bei PS5 geht ihr dann auf WLAN konfigurieren oder wie das heißt, ne? So, hier drauf. Jetzt dauert es einen Moment. So, jetzt haben wir hier schon, da ist mein Handy. Zack, müsst ihr dann gucken, wie euer Gerät heißt, ne? So, jetzt geben wir hier das Passwort ein. Genauso auch mit den Großbuchstaben, falls ihr... Wie gesagt, macht einfach 1 bis 6, ne? Die Zahlen und fertig. Genauso eingeben, wie das da steht. So, jetzt verbindet er sich. Ja, wie gesagt, ich weiß ja nicht, was ihr für ein Handy habt. Auf dem iPhone müsste ich jetzt gleich oben links irgendwo sehen, dass er sich verbunden hat. Da kommt dann so ein grünes Symbol. Ja, jetzt seht ihr das hier gerade. Kommt so ein grünes Symbol. Digga, es ist so geil mit dieser neuen Bar da oben bei dem iPhone 14. Guck mal, wie nice das einfach ist. Hier steht auch alles in Ordnung. Perfekt, wir können doch mal testen. Internetverbindung. Ja, alles in Ordnung. So, optimal. Jetzt haben wir als Internet unser iPhone oder Samsung, was auch immer ihr habt. Ist ja wurscht. Jetzt können wir wieder ins Spiel reingehen. Und jetzt gehen wir natürlich in den Multiplayer rein, Lakeshore Online.
So, und jetzt seht ihr, oben rechts haben wir aktuell 387.000, die zerquetschen, könnt ihr euch sparen, brauchen wir uns nicht merken. Das könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal merken. So, und dann geht ihr einfach auf Wagen und jetzt geht ihr auf Kaufen und Verkaufen und dann klickt ihr oben auf Verkaufen. So, wenn ihr jetzt hier durchscrollt, jetzt ist natürlich die Frage, habt ihr im Story-Modus schon überhaupt irgendwas gemacht oder habt ihr den noch gar nicht gespielt oder, ne? Jetzt, wie gesagt, durch die ganzen Qualifikationen habe ich jetzt hier schon ein paar Autos doppelt und ich kann mir jetzt auch ein paar Fehler erlauben, ne? Weil, wenn ihr den Glitch verkackt, sagen wir mal, das ist jetzt hier unser einziges Auto oder wir haben nur zwei Autos und ihr verkauft den jetzt, verkackt aber den Glitch, dann ist das Auto weg. Also am besten geht ihr erstmal oben auf Serienversion kaufen und dann guckt ihr einfach, was das Billigste ist. Das Billigste ist der hier für 27.000. Dann könnt ihr euch den ja ein paar Mal kaufen zum Üben. Aber ich sag's euch direkt, Digga, mit meiner Methode, wie ich euch das jetzt zeige, wird keiner von euch das verkacken. Wenn ihr das genauso macht, wie ich euch das jetzt hier alles sage, werdet ihr nicht ein einziges Mal verkacken. Aber zum Üben kann man natürlich machen, ne? So, jetzt gucken wir mal, was ist das Teuerste, was ich hier hab. Ja, das ist sogar der Teuerste. Das heißt, wir kriegen die 60.000, aber durch den Glitch haben wir den Wagen immer noch. Das ist ja das Krasse. Wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt und ihr habt schon ein bisschen Geld gefarmt, zum Beispiel ich habe ja jetzt hier knappe 400.000, ich könnte mir schon ein Auto kaufen für knapp 400.000. Wenn ich das jetzt noch ein bisschen weitermache, dann könnt ihr auch einfach irgendwann hier so ein ganz teures Auto nehmen. Im besten Fall ein Bugatti, der kostet 3,7 Millionen, kaufst du einmal. Das heißt, wenn du die 3,7 hast, kaufst du den einmal und dann verkaufst du das immer im Glitch. Das ist halt übelst krass, ne? Damit das besser nachvollziehbar ist, ne? Ich verkaufe den Alfa Romeo hier, weil den habe ich ja nur ein einziges Mal, da kann mir auch keiner dann sagen, den hast du ja mehrmals gehabt. Ne, ihr seht, den habe ich nur einmal, ne? So, dann nehmen wir den einfach. Ist egal. Okay, so, jetzt habt ihr euer Handy in der Hand, ne? Ich werde euch nebenbei immer einblenden, wie das aussieht. Und jetzt könnt ihr erstmal hier auf das Auto gehen, auf Auswählen. Und jetzt habt ihr diese Übersicht hier und jetzt steht hier einmal Abbrechen und Verkaufen. So, ne? Wir wollen ja gleich auf Verkaufen gehen. Was ihr jetzt macht, ihr habt den Hotspot hier am Handy. Ihr macht das Internet aus, also Zugriff für andere erlauben, ausschalten und danach drückt ihr auf Verkaufen. Ich weiß, viele erklären das so, ja, ihr müsst das unbedingt alles gleichzeitig machen. Nee, wenn man mal logisch nachdenkt, du musst ja erst das Internet trennen und dann verkaufen. Andersrum macht es keinen Sinn. Und da ist genau der Punkt, Digga, wo viele Leute den Fehler machen und deswegen den Glitch verkacken, beziehungsweise dann ist deren Auto weg. Dann ist das Auto weg, das ist ja nicht der Sinn, ne? Weil wenn Leute euch sagen, macht das gleichzeitig, kann es passieren, dass ihr erst verkauft habt und dann offline gegangen seid. Und dann ist das Auto weg, dann habt ihr den Glitch verkackt. Deswegen macht das so, wie ich das sage, Internet ausschalten, dann verkaufen. Ihr könnt euch auch ruhig ein, zwei Sekunden Zeit lassen, das ist kein Problem. Ihr müsst das jetzt nicht irgendwie auf Krampf alles gleichzeitig drücken. Das ist genau falsch. Also, macht das so wie ich. Ich schalte es jetzt aus, eins, zwei, verkaufen. So, ich hätte sogar noch ein bisschen länger Zeit. Das ist das Coole an der Methode hier. Ihr seht, das dauert jetzt voll lange, bis wir erstmal offline geschmissen werden. Guck, jetzt hat er es erst gecheckt. Das ist ziemlich lange Zeit. Ich würde mir jetzt an eurer Stelle nicht so viel Zeit lassen, aber wenn ihr das so macht, wie ich jetzt gerade so, einfach ausschalten und dann auf den Controller, fertig, ne? So, wenn wir jetzt in der Übersicht wieder sind, können wir wieder am Handy das Internet einschalten. Dann warten wir kurz, bis wir da oben wieder das Verbindungszeichen sehen, so wie jetzt, genau. Und jetzt könnt ihr wieder auf Lakeshow Online gehen. So, ja. Jetzt wird es hier manchmal ein paar Mal, zwei, drei Mal wird es passieren, dass ihr sagt, dass der euch sagt, ja, du musst dich erstmal anmelden. Also er checkt halt noch nicht, dass ihr schon wieder Internet habt, ne? Das wird zwei, drei Mal passieren. Jetzt kommt das zweite Mal. Meistens geht's dann schon. Ah, guck, hier ist er beim zweiten Mal. Wenn ihr das jetzt schon zum dritten oder sogar vierten Mal macht, dann startet einfach mal das Spiel neu, ne? Dann geht das auf jeden Fall. So, und ihr seht da oben 425.000, also haben wir mehr Geld bekommen. Jetzt kann man aber sagen, ja, aber jetzt ist ja das Auto weg. Ja, nee, eigentlich nicht. Wenn ich alles richtig gemacht habe, und ich bin mir sicher, ich habe alles richtig gemacht, dann ist das Auto nämlich nicht weg. Gehen jetzt hier oben wieder auf Verkaufen. Und dann scrollen wir hier durch. So, der war. Ah, da ist er doch. So, zack. So, ne? Ich habe den Wagen nur einmal gehabt und das Geld ist da. Das heißt, ich habe den jetzt verkauft und das Auto habe ich immer noch. Jetzt kann ich ihn nochmal verkaufen und so weiter und so fort. Wichtig ist, das funktioniert, also ihr könnt es so oft machen, wie ihr wollt, aber ihr bekommt immer nur jedes zweite Mal Geld. Wenn ich jetzt nochmal den Glitch mache, wir machen das mal eben. So, ich gehe jetzt hier schon mal hier. Dann Internet ausschalten, verkaufen. So, das ist ja jetzt das zweite Mal. Dann werdet ihr sehen, wir haben jetzt 425.000. Ich werde jetzt kein Geld bekommen, weil ihr bekommt immer nur jedes zweite Mal das Geld. Also glaubt nicht, dass ihr den Glitch verkackt habt. Ihr habt das nicht verkackt, ist alles richtig so. So, wenn wir jetzt in dieser Übersicht sind, machen wir unser Internet am Handy wieder an.
warten kurz, bis das Symbol da kommt. Ja, da ist es. So, und jetzt können wir versuchen, wieder hier reinzukommen. So, ja, jetzt sind wir wieder drin. Und jetzt werdet ihr sehen, wir haben jetzt zwar kein Geld bekommen, aber unser Auto ist natürlich trotzdem immer noch da. Ne? So, 425.000 wieder. Dann gehen wir wieder auf Verkaufen. Und dann haben wir hier wieder unser Auto. So, jetzt kann ich das wieder machen. Warte mal, erstmal hier auf die Übersicht, ist immer am besten. So, Internet ausschalten, verkaufen. Ganz easy, nicht hier irgendwie gleichzeitig drücken und du musst, nee, mach das so, wie ich das sage. Mach das Internet aus und dann machst du das Auto verkaufen. Nicht gleichzeitig, dann passiert nämlich genau der Fehler. So funktioniert das immer. Nur, dass ihr halt, so jetzt in der Übersicht hier wieder Internet einschalten, nur, dass ihr halt nicht jedes Mal Geld bekommt, sondern nur jedes zweite Mal. Symbol ist da. Jetzt können wir hier online gehen. Gerade waren das 25, ne? 425. So, unser Auto ist natürlich immer noch da. Durch, unser Auto ist da, gar kein Problem. Nichts ist fake hier, alles easy schneck. So, lange gelabert. So, jetzt mache ich mal das iPhone erstmal hier, also Zugriff erstmal wieder aus hier, zack. So. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, es gibt noch eine Möglichkeit, wenn ihr jetzt wirklich Angst habt wegen euer Datenvolumen, was ihr wie gesagt nicht haben müsst. Wenn ihr Angst habt wegen des Datenvolumens, ihr könnt es auch anders machen, aber das ist ein bisschen schwieriger, dann sage ich dir direkt. Also erstmal schließt ihr wieder das Spiel, ne? Und jetzt checkt ihr, also am Handy habt ihr den Hotspot ausgemacht, ne? Und jetzt steckt ihr euer LAN-Kabel wieder rein in den Xbox. Ja, das ist bei mir hier eine ganz eklige Fummelarbeit, weil das alles so schön hier gedingst ist, ne? Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Wenn ihr das auch ganz schwierig habt, euer LAN-Kabel da irgendwo hinten, das ist ganz komisch, dass ihr da nicht richtig drankommt, dann ist natürlich Schmutz die Methode, ne? Aber so könnt ihr das auch machen. Ihr könnt ja einfach euer LAN-Kabel rausziehen und verkauft dann das Auto, ne? Geht auch. Ich kann das jetzt einmal zeigen, ob es für mich jetzt total umständlich. Also geht nochmal auf Einstellungen, dann könnt ihr gucken, ob ihr wirklich Internet habt hier. Da seht ihr oben, hier steht verkabelt, also sind wir im LAN. Netzwerk testen, alles in Ordnung, gut. Gehen wir ins Spiel rein. Das habe ich jetzt tatsächlich mit dem LAN-Kabel noch nie gemacht. Aber es ist ja im Prinzip scheißegal, wie wir unser Internet trennen. Ne? So, Online-Modus wieder rein. So, jetzt müssen wir nur bedenken, dass es jetzt jetzt ist es der Moment, wo wir kein Geld bekommen. Ne? Also muss ich jetzt zweimal machen, um es zu beweisen. Ne? So, also, ich brauche noch gar nicht aufstehen, pass auf. So, wir machen hier wieder auf Verkaufen. Gehen wir am besten wieder auf den Wagen, ne? Den haben wir jetzt schon so drin hier. So. In der Übersicht bleibe ich jetzt. Ihr habt das vorhin gesehen, ne? Ihr macht das Internet am Handy aus und dann dauert das voll lange, bis die Xbox das checkt, dass ihr kein Internet mehr habt, ne? Hier beim LAN-Kabel ist es anders. Wenn du das rausziehst, hast du wirklich nur 3 Sekunden oder so und dann checkt die Xbox schon, oh, wir haben kein Internet mehr, ne? Da musst du dann schneller sein, ne? Aber trotzdem die Reihenfolge immer Internet aus, dann drücken. Nicht gleichzeitig. Internet aus, dann drücken. Also, pass auf, Mikrofon ist jetzt ein bisschen schwierig hier. So, warte, ich muss erstmal gucken, wo ist denn nochmal der Stecker hier? Also das ist jetzt gerade übelst wack hier für mich, ne? Das sage ich ja, deswegen ist die andere Methode viel geiler. So, ich habe das LAN-Kabel in der Hand, pass auf. Hört ihr mich noch? So, pass auf, ich ziehe raus, jetzt, und verkaufen. Habt ihr gesehen, wie schnell das gekommen ist? Übelst schnell, ne? So, jetzt warten wir kurz, bis wir wieder in der Übersicht sind, wie gerade, ne? So, in der Übersicht sind wir. Jetzt stecken wir unser LAN-Kabel wieder rein. Also es ist halt wirklich umständlich, ne? Also wenn ich mir das jetzt ein paar Mal machen muss, Digga, dann kriege ich einen Herpes, ey. So. Ja, gleiche Thema, ne? Muss ja erst 2-3 Mal reingehen wieder. Ich sag dir, das Video ist schon wieder echt lange, ne? Aber es ist mir wirklich scheißegal. Ich will das vernünftig erklären und nicht, ja, mach das hier und so und dann drückt ihr gleichzeitig und ja, ciao, ne? Nee, Alter, ich mach das vernünftig oder gar nicht. Und wenn das Chat nicht gefällt, Digga, das nervt mich auch, Digga, wenn Leute immer reinschreiben, 10 Minuten Video oder 20 Minuten Video für eine Sache, die man in 2 Minuten erklären kann. Ja, dann guck dir das doch halt einfach nicht an und such Videos, die kürzer sind. Digga, ist gar kein Problem. So, ich mach das hier vernünftig und deswegen, die Leute wissen auch, was sie daran haben, dass sie das vernünftig erklärt kriegen und nicht so ein Kuddelmuddel-Scheiß da. Ich mach das vernünftig. So, wir sind drin. Wir haben kein Geld bekommen, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber unser Auto ist da. Gehe ich jetzt zumindest mal davon aus, ne? Ja, ist da. Guck mal, ich habe das zum ersten Mal gemacht, hat direkt funktioniert. So, jetzt machen wir das so, dass wir Geld kriegen, ne? Also jetzt ist das zweite Mal wieder. Jetzt muss ich wieder aufstehen, Digga. Ist das ja wirklich... Also das ist wirklich... also nee, ey. Das mache ich jetzt echt nur für euch, ey. Direkt mal ein Like droppen, Junge. So, pass auf, ich habe das Ding in der Hand.
Ich ziehe raus und verkaufen. Boah, das kommt wirklich immer schnell, ne? So, okay. Jetzt warten wir noch kurz, noch nicht wieder reinstecken. Steck ihn rein! Steck ihn rein! So, nee, jetzt reinstecken. Warte. Ja, auch diese... Ach, diese Fummelei da, Alter. So, jetzt können wir wieder auf online gehen. Oh, ich bin Story-Modus gegangen. Mann, ey. Nee, komm, ich schließe das Spiel. Das dauert mir zu lange, Alter. Bis der jetzt wieder drin ist und wieder draußen, Alter. Nee. Ah, ey, was eine geile Summe, Junge. Da, zack, siehst du? Easy Schneck. Easy Schneck. Und ja, so, wir müssen ja noch gucken, ob der Wagen noch da ist. Aber natürlich ist er da, weil ich das ja richtig mache und euch auch sehr gut erklärt habe. Zack, da ist unser Wagen wieder. Digga, ich sag's dir, ich hab das jetzt wirklich ein paar Mal gemacht. Ne? Ich hatte vorher, wo ich angefangen habe, hatte ich, glaube ich... Ah, oh, ich weiß nicht, ich hab das ja auf der Liste aufgeschrieben. Ne? Werde ich ja nochmal einblenden, 200.000 oder so. Also wirklich ein paar Mal gemacht, ne? Nicht ein einziges Mal habe ich einen Fehler gemacht. Weil du eigentlich auch keinen Fehler machen kannst, wenn du das so machst, wie ich dir das sage, Digga. So, ich würde mal sagen, ich guck mal, dass ich jetzt hier noch ein bisschen weitermache, dass ich mir mal ein teures Auto kaufen kann. Und dann kann ich ja nochmal ein Video machen und gucken, wie krass ist denn das wirklich? Und was kriegt man, wenn man den Bugatti verkauft? Das würde mich auch interessieren. Ja, also, habt Spaß mit dem Glitch. Wenn ihr das wollt, ihr müsst es selber wissen. So, Digga, ich schreibe hier niemandem was vor. Ist euer Spielerlebnis, was ihr euch damit dann mehr oder weniger versaut. Aber ey, das musst du selber wissen, ne? Ich zeig dir, wie es geht. Ich zeig dir die Möglichkeit, ob du das dann machst oder nicht. Ist ja deine Sache, ne? Damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao, ciao. Yeah.